Ich verbessere den FIFA-Account eines Zuschauers innerhalb von 24 Stunden während der Shapeshifter-Zeit. Und ich sag eins, wir haben den Teamwert von Luca innerhalb von 24 Stunden verdoppelt. Luca hat mir nämlich einen Instagram-DM geschickt. Hallo Heisen, kannst du bitte für mich die Weekend League spielen? Ich schaffe es dieses Wochenende leider nicht, das wäre die perfekte Möglichkeit. Ich habe zwar die Quali noch nicht fertig, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Du kannst auch gerne mein Team umändern und verbessern, so wie du willst. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Grüße. Wenn auch HSV-Fan, kannst du auch mein Profil sehen, bin ich mit Kittel. Perfekt. Wenn wir über 1000 Likes auf diesem Video erreichen, zeigt ihr mir, dass ihr voll Bock auf dieses neue Format habt. Und dann verbessern wir nächste Woche wieder einen weiteren FIFA-Account von euch. Zu den Infos, Luca hat noch nie über 11 Weekend League-Siege geholt. Und wir wollten ihm die 19 Siege bescheren. Und ob wir das geschafft haben, was wir alles verbessert haben, seht ihr genau jetzt. Leute, mein Partner Eleba ist der günstigste PSN-Kartenanbieter. 50 Euro PSN-Karten zum Beispiel nur für 42 Euro. 30 Euro PSN-Karten für nur 26 Euro. 10 Euro Karten für nur 8 Euro. Dort könnt ihr auch für günstig Spiele kaufen. Zum Beispiel Formel 1 aktuell nur 67 Euro. Checkt das gerne ab. Eneba, Link in der Videobeschreibung. Wir gehen mal rein und schauen mal uns sein Team an. Das ist sein Main-Account. Okay. Wir haben Bernardo Silva am Start, Harry Kane. Dann haben wir auch rechts Chuck Füße, links Carrasco. Oh, Trophy Titan Vieira hat er bei den gezogen. Untrade hat er gezogen, crazy. James und Ter Stegen am Start. Ich glaube, dieses Team können wir geisteskrank verbessern innerhalb von 24 Stunden. Der Zuschauer hat uns doch alle zur Verfügung gestellt. Wir dürfen jede SBC machen, was wir wollen. Und ich würde mal sagen, wir spielen heute auf FIFA Weekend League, Shapeshifter Weekend League und machen die ein oder andere SBC, um dieses Team hier weiterhin zu verbessern. Walkout haben wir am Start hier, Portugal Stürmer. Cristiano Ronaldo! Ziehen wir direkt auf seinem Account. Erstes Pack, erster krasser Spieler. Ich will nichts sagen, ey, ich will nichts sagen jetzt, ne? Aber, Leute, ich habe eine Al-Nasser-Hose gerade an. Kann doch kein Zufall sein. Okay, Leute, wir haben das 93 Plus Community EFIGS Tots Upgrade jetzt auf dem Account abgeschlossen. Das ist die erste SBC, die wir abgeschlossen haben hier auf diesem Account. Mal gucken, was wir da so ziehen. Ich habe gehört, das soll ein Bruchpack sein. Aber vielleicht hat der Mann ja Glück. Freunde, seid ihr ready für den ersten Tots Pack? Aufs erste Tots Pack für seinen Account. Wir gehen rein. 93 Plus Community Tots oder EFIGS Tots. Deutschland, ZM. Ja, da Julian Brandt, das wird jetzt nicht, das ist geil. Bro. Okay, Leute, nächste SBC, die wir abgeschlossen haben auf dem Account. 90 plus Icon Pick. So, Leute, wir machen mal den jetzt groß. Wir öffnen jetzt den 90 plus Icon Player Pick. Wir gehen rein. Oh, ein Keeper. Was ist der beste Torwart, den man ziehen kann? Ich glaube, Yashin, ne? Wer ist es? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Bei Torhüter kenne ich mich gar nicht aus mit den Stats. Ist es Van der Sar Totti? Weil das wäre der beste, den man ziehen könnte bei den Keepern. Meinte gerade der Chat. Okay, wir gucken jetzt einfach, wer ist die erste Icon, die wir heute ziehen? Van der Sar Totti Icon. Das ist der beste Keeper. Wir haben noch zwei Icons zur Auswahl. Oh mein Gott! 1,3 Millionen Coins! Wir haben zweite SBC erst aufgemacht. Wir machen jetzt schon für den Mann, für Luca, 13 Jahre alt, 1,3 Millionen Coins. Und wir haben nicht mal eine Stunde gestreamt. Okay, wir gucken mal nach, oder? Was sagt ihr? Gucken wir nach, wenn wir ziehen. 3, 2, 1. Owen Trophy Titan. Okay, ich will weitermachen. 3, 2, 1. Haji, okay, ich habe mir schon gedacht, das ist keine krasse Icons. Aber, Big W, 1,2 Millionen Coins fügen wir zu seinem Account hinzu. Nach nur 30 Minuten oder so. Verrückt. Okay, ich würde sagen, wir nehmen Ter Stegen jetzt hier raus. Und fügen jetzt schon mal Edwin van der Sar Totti Icon hinzu. 1,2 Millionen Coins. So, Freunde, Vitinha ist gerade rausgekommen. Vitinha Shapeshifter. Und diese Karte wollten wir unbedingt machen. 94er Rating, 95 Tempo und so weiter und so fort. Shapeshifter Design. Ich habe da schon was mir ausgedacht, wie unser Team aussehen könnte auf dem Account. Und ja, hier rutscht er durchs Feld. Vitinha am Start, 5 Sterne Skills, glaube ich, 4 Sterne Weakfall. Sehr, sehr geile Karte, glaube ich. Als erstes, Freunde, geben wir jetzt auf jeden Fall das letzte Team ab. Und damit haben wir auch Upamecano abgeschlossen, Freunde. Ich habe hier eine kleine Idee, was für ein Team wir bauen. Ich glaube, es ist sehr, sehr geil. Wir haben jetzt Vitinha abgeschlossen und Upamecano von den Shapeshiftern. Und beide werden bei uns in der Startelf chillen. Boah, ich freue mich euch schon, das Team gleich zu zeigen. Es wird sehr, sehr geil. Hier seht ihr auch nochmal die Karte von Upamecano. Er hat, eine 94, 95 Euro bekommen. ZOM-Karte, sehr, sehr geil. Dass man auch mal solche Karten im Sturm spielen kann und so. Also sehr, sehr geil. Da ist auch noch ein weiterer Transfer. Wir haben noch Kimbembe Centurion geholt. Und jetzt bauen wir das Team zusammen, Freunde. Wir gehen rein. Heisen Upgrade habe ich das Team genannt.
Ich zeige euch jetzt mein Team, was ich nach 1,5 Stunden jetzt schon verbessert habe. Mit dem Team gehen wir in die Weekend League rein und werden Weekend League für ihn grind. Im Sturm am Start, Freunde, bei mir ist heute Vitinha. Im rechten Sturm greife ich auf seinen Red Pick zu. Es ist Jonathan Duff. Im LM, Freunde, greife ich auf eine weitere Red Pick-Karte von ihm zu. Es ist Cabella. Neben Cabella darf heute ran. Und jetzt könnt ihr euch denken, welchen Spieler oder welcher da hinkommt. Wir haben ihn gerade abgeschlossen. Es ist Upamecano. Okay, Leute, machen weiter mit dem rechten ZM. Der rechte ZM ist heute bei uns Patrick Vieira. Rechtes Mittelfeld müssen wir auch noch umformen. Ihr seht, wir müssen einiges hier heute umformen. Ist Bernardo Silva. Okay, Freunde, das ist das Team. Das Team haben wir jetzt nach einer Stunde komplett alles. Wir haben SBCs abgeschlossen und so weiter und so fort. Wir haben aber noch kein Weekend League Spiel gemacht. Mit diesem Team gehen wir jetzt in die Weekend League. Das Team kostet 5,3 Millionen Coins. Nur mal so als Vergleich, das Team, was wir am Anfang vor einer Stunde hatten, hat nur 3,5 gekostet. Das heißt, wir haben deinen Teamwert jetzt schon fast verdoppelt. Sehr krank, glaube ich. Und wir haben Weekend League nicht mal gespielt. Jetzt geht's rein in die Weekend League. Ich hoffe, wir holen 19:0 oder 20:0. Wäre sehr geil. Und dann öffnen wir da noch die Rewards und gucken, wie wir das Team weiterhin verbessern. So, Leute, wir stehen aktuell 18:0 mit dem Team. Also, Entscheidungsspiel jetzt um Rang 1. Ich sag euch schon mal, Vitinha, 19 Spiele, 22 Tore, 16 Torvorlagen. Absoluter MVP. Wie viel was hat der? Ja, auch nicht schlechtes Set. Also, ich glaube, sagt Vitinha noch besser. Mal schauen, wie unser Gegner so aussieht. Okay, Leute, unser Gegner 18:0 mit dem Account von Luca. Ah, was? Roter Mbappé und roter Neymar, wir müssen gewinnen. Und weiß gegen weiße Trikots, hä? Traumpass. Vitinha! Hab ich verteidigt wie ein Noob. Abseits. Abseits. Boch in Hamburg. Komm, David, in den Knick, Digga. Schweren. Und jetzt hochziehen, schießen. Oh! Ja, Mann. Push in den Chat. Push in den Chat. Wir führen. Das ist es. Vitinha, Leute. Er ist der Beste. Macht die SBC. Green, green, green. Rasiert. Oh. Juckt nicht. Juckt gar nicht. Denn wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben 19:0 geholt. Von einem Zuschauer, der noch nie über 11 Siege kam, haben wir 19 Siege geholt. Rang 1. 19:0. Das letzte Spiel schenken wir jetzt. Wir haben es geschafft. Jetzt hoffe ich, dass sich das jetzt auch auszahlt für meinen Zuschauer, dass er das Krasse zieht, dass wir das Team ja weiter verbessern können. So, Freunde, wir haben es für Luca gemacht. Wir haben Rang 1 geholt. 19:0. Wir bekommen 4. 84 plus Gold Player Picks. 3. 1 von 5 91 plus EFIGS Tots Picks. Dann bekommen wir noch ein 584 plus Pick. Da könnte Pack, ein seltenes Spielerpack und zwei ultimative Packs. Da können auf jeden Fall Shapeshifts auch am Start sein. Und 100.000 Münzen. Ich würde mal sagen, wir gehen rein und schauen mal, wie wir das Team hier weiter verbessern können. Aber ich muss ehrlicherweise mal sagen, was wir hier geschaffen haben für ein Team, das ist wirklich super krass. Upamecano und Vitinha haben das super eingebaut. Mit dem Team geht 19:0. Und ja, jetzt öffnen wir es mal und suchen das Team weiterhin zu verbessern. Ich würde mal sagen, wir gehen rein. Kevin Trapp. So, auf geht's. Kommt die Halber? Komm, was Gutes. Und Toni Kroos. Komm. Mondi. Und jetzt gehen wir in die Tots Picks rein. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie wir hier ziehen. Wir gehen rein in den ersten Tots Pick. Komm. Krimpong. Den haben wir eben discarded, den holen wir jetzt wieder. Wir machen weiter. Nächster Totspick. Komm.
Smalling, lass Smalling mit ihm kommen. Und der letzte mit Nase, komm, ein krasser Wert, ein krasser Wert hier. Digga, Luca, du musst meine Füße küssen, wenn du das Video hier siehst. Was mache ich hier mit deinem Account? Junge. 1,2 Millionen Coins, Digga. Was mache ich hier mit deinem Account, Digga? Okay, dann nehmen wir Rodrigo mit. Rodrigo, Frimpong und Smalling. Der Mann kostet 1,2 Millionen Coins. Perfekt. 384 Plus Pack. Haben wir gerade von Ziel abgeschlossen. Was sind das? Was ist das? UCLMOTM. Bowen. Okay. Was ist der Antikarte? Kostet die was? Ich glaube 10k oder so, ne? Oh, 18k, geht sogar. Ja, irgendwann werde ich bei jedem anderen das machen. Nochmal. Ultimative Pack, letztes. Shapeshifter! Bowen! DRM! Wer ist das? Frankowski! Ist das wert? Wir ziehen einen Shapeshifter. 162.000 Coins! Jawoll, Digga, ey, Junge, was haben wir hier für ein krasses Pack? Son noch dahinter, ich werd weich. Und ist tradable, Freunde, der wird jetzt verkauft. Damit wir das Team weiterhin verbessern können. Perfekt. So, Freunde, es ist 4 Uhr morgens. Ich habe komplett durchgegrindet. Ihr seht es vielleicht an meinen Augen. Ich bin echt fertig, aber ich denke, da wird sich Luca auf jeden Fall drüber freuen, denn wir haben gerade noch Firmino abgeschlossen. Ich habe mich dazu überredet, selbst Roberto Firmino abzuschließen, weil ich glaube, die Karte ist sehr, sehr krass. Hier ist eine End of an Era Karte. Ihr seht sie ja immer. 93er Rating, 90 Tempo, 93 bis 88 passen und so weiter und so fort. Ich habe da schon eine sehr, sehr geile Teamidee, wie das ganze Team jetzt aussehen soll nach 24 Stunden. Ich zeige es euch jetzt einfach. Leute, Luca hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Yo, Heisen, danke nochmal, ne? War ein richtig geiler Stream. Ich hoffe, du konntest mit meinem Team was anfangen und kannst es auch noch verbessern, ne? Ich konnte damit was anfangen und ich denke, ich konnte es auch verbessern. So, Freunde, das Experiment ist vorbei, das Team steht und ich muss sagen, dieses Team hat es richtig in sich. Ihr seht das Team in 3, 2, 1. Hier ist das Team. Guckt euch dieses Team an. Auf dem linken Flügel habe ich jetzt Vitinha am Start. Im Sturm habe ich Roberto Firmino angebaut. Rechter Flügel Rodrigo, den wir gezogen haben. Bernardo Silva, Patrick Vieira und Shapeshifter Upamecano am Start. Linksverteidiger Nuno, Innenverteidiger Kim Bembe und Saliba, Rechtsverteidiger João Cancelo und im Tor Van der Sar. Das Team ist 6,6 Millionen Coins wert. Nur mal so im Vergleich, 24 Stunden bevor wir dieses Team hier umgebaut haben, war das Ganze nur 3,5 Millionen Coins wert. Das heißt, wir haben den Vereinswert fast verdoppelt in nur 24 Stunden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ist dieses Team geisteskrank? Ich finde es sehr, sehr geil. Das war's von mir. 1000 Likes und wir machen das nochmal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.